Du hast deine Eisenknappheit erwähnt. Ja, ich befürchte es. Die letzte Lieferung, die den Matani runtergeschickt wurde, ist in der Nähe dem von Echok Rufkreuzung verschwunden. Es könnte gut sein, dass wir nichts mehr bekommen werden, denn das Tal ist ja nun abgeriegelt. Eisengebundenes Eisen liegt in Tunons Verantwortung. Warum höre ich jetzt zum ersten Mal davon? Sei leise. Istonias zuckt zusammen und senkt seine Stimme. Graven Ash möchte keine Panik verursachen oder der Vendrimwache irgendwelche Informationen zukommen lassen. Im Idealfall ist das Eisen von dem einen Boot gestürzt und verrostet, jetzt in einem Flussbett. Im schlimmsten Fall ist es dem Feind in die Hände gefallen. Welch peinliche Schaustellung von Inkompetenz zähle nicht auf mich. Sollte ich nach Elfkuruf kommen, könnte ich wohl danach Ausschau halten. Das weiß ich zu schätzen. Der Großgeneral übrigens auch. Mehr als du wahrscheinlich vermutest. Er bedankt sich vielleicht nicht ganz so schnell bei Außenstehenden, aber ich weiß, dass er über deine Hilfe erfreut sein wird. Das Zurückholen unseres Eisens wäre ein Segen für unsere Kriegsbemühungen. Ich bin zum Helfen gekommen, auch wenn das bedeutet, dass ich das Durcheinander der Archonten aufräumen muss. Schicksalsbilder kein Grund, seien sie die Wunde zu reiben. Wir wissen alle, dass die Belagerung nicht genau nach Plan verlaufen ist. Er betrachtet eine Kiste neben ihm und deutet auf eine Kerbe auf dem Holz. Siehst du das? Auf diese Weise unterscheiden wir unsere Eisenlieferung vom Rest. Unauffällig, damit die Leute nicht herumspionieren. Du solltest deine Augen nach diesen Kisten offen halten. Gute Jagd. Brauchst du noch etwas? Ja, zeig mir mal deine Waren. Neue Questeisengebundene Ausrüstung. Oh, das sind gute Sachen, die ich mir nicht leisten kann. Also ja, schwere Rüstungsteile, würde ich sagen. Ja, Eisenrüstung. Oder auch ein Eisenturmschild. Ein sehr gutes Turmschild. Macht Parieren, Ausweichen und meine Ausdauer höher. Eisengebundener Dolch und Erzhexenstab nicht unbedingt. Die Rüstung eines Halbmondläufers würde meine Erholung mindern, meine Abwehr erhöhen sogar. Schwerter- und Feuerrüstung würde sie allerdings senken. Steinschild, Handschuhe, die tragen wir ja bereits. Und Steinschild, Stiefel wären auch nicht schlecht, aber ich habe nicht genug Geld. Ich will damit erst einmal sparsam umgehen. Also ja, ich habe gerade Zorn. Dazu gekriegt, indem ich so vorsichtig war, unvorsichtig war. Ja, durch die Barbarei, weil ich Salz in die Wunde gestreut habe. Egal, ich mach mein Bestes einfach. Was wollte ich jetzt gerade gucken? Nachher nochmal kurz ins Tagebuch. Biografie, die lese ich jetzt nicht vor, die lese ich mal beim nächsten Mal vor. Enzyklopädie interessiert uns nicht. Notizen Ellering-Ruine, das war von uns. Ja, zwei Seile, wo wir plus 30 Athletik brauchen. Wie viel habe ich denn? Warum habe ich Athletik 32? Und kann da verdammt nochmal nicht hochklettern. Das muss ich mir nachher gleich nochmal angucken. Aber häufig ist bewusstlos Lüver. Okay. I got it. So, dann haben wir eigentlich nur noch den Eisenmarschall, mit dem wir reden können. Und kriegen dann wahrscheinlich noch Barik in die Gruppe. Ziert euch nicht vor dem Aufpreis, sondern stoßt mit eurem Schild zurück und nutzt den Schwung. Eisenmarschall Erenios, Feldkommandantin der Geschmähten, schlägt mit ihrer Faust in die Luft, während sie auf dem Übungsplatz eine Ansprache vor den Kriegern hält. Die Augen auf die Gürtellinie eures Gegners, habe ich gesagt. Wenn ihr mehr als nur einen kurzen Blick auf seine Füße werft, seid ihr verloren. Der weibliche Geschmähtenoffizier wendet sich dir zu, während sie sich räuspert, zieht sie sich ihren blassgrünen Wappenrock zurecht. Ihre Uniform nach Urteil handelt es sich um einen Eisenmarschall.
handelt es sich um Eisenmarschall Erenios, die erste untergleichen in der Eisenwache. Graven Ashs innerem Kreis vom Vertrauten. Die Schnellvertreterin der Legion der Gespäten ist verantwortlich für Führung, Logistik und Ausbildung und hat daher selten einen ruhigen Arbeitstag. Meine Truppen müssen ständig üben, sonst rosten ihre Fähigkeiten ein. Es ist zu ihrem eigenen Wohl, selbst wenn sie das nicht glauben. Man erwähnte, dass du zu wenig Krieger hättest und Hilfe bräuchtest. Wie ist die Lage? Meine Brigaden versammeln sich bei den Kreuzungen von Ruhe sanft, Echoruf und Kleinzahl. Die Vendrim-Wache mag ja in der Lage sein, eine Brücke zu halten, aber gegen einen abgestimmten 3-Punkte-Angriff haben sie keine Chance. Ich habe kein Recht, dir Befehle zu erteilen, aber ihre Worte kommen in Stocken. Und ein kurzes Husten unterbricht ihren Redenfluss. Aber wenn wir scheitern werden, sterben wir alle durch Kyros Edikt. Also werde ich nicht zulassen, dass mich mein Stolz blind für den Wert guter Hilfe macht. Das ist der zweite Hauptangriff über den Fluss, richtig? Was ist beim letzten Versuch passiert? Eine umfassende Niederlage. Wir schlugen uns einen blutigen Weg bis zum Fluss frei, aber da war ja jeder, verloren, der nach vorne stürmte. Wir hatten keine Chorunterstützung, wir waren ein paar geschmähten Kampfgruppen. Ich kann dir nicht genau sagen, wie sie besiegt wurden, aber wir verloren sämtliche Angriffstruppen. Sie schüttelt ihren Kopf und schüttelt ein langes, schmerzerfülltes Seufzen aus. Tagelang trieben Leichen den Fluss hoch. Das Stufenvolk bietet einem nicht oft derart entschlossen die Stirn. Das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass wir die Truppenstärke neu überdacht haben, die wir zur Eroberung dieses Tals benötigen werden. Wirklich? Bist du sicher, dass unsere Speer euch nicht allerlei Einzelheiten über den Feind gegeben haben und ihr euch nur dazu entschieden habt, unsere Warnung in den Wind zu schlagen? Ich bin mir sicher, dass die Geschmähten einen solchen Rat befolgt hätten. Schutzanweisungen sind für die Zeit nach dem Krieg jetzt sind nur die Eidbrecher wichtig. Klingt danach, als wäre deine mangelnde Vorsicht der Grund, nicht der scharlachrote Chor. Nein, Schutzanweisungen schicken wir nach hinter dem Krieg. Ganz richtig. Unsere Emotionen ins Spiel zu bringen, wird diesen Fehlzug nicht beschleunigen. Worin besteht der Wert, die Flusskreuzung zu erobern? Wir können nicht einfach von hier bis zur Zitadelle marschieren, während die Vendrien-Wache die Flussufer besetzt hält. Selbst wenn wir Truppen und Nachschub an der schmalsten Stelle des Flusses übersetzen, wären wir anfällig gegen Angriffe, denn mit unseren Rüstungen schwimmt es sich nicht gut. Sie deutet nach Norden auf den Turm des Berges, der am Horizont hinaufragt. Wenn wir den Fluss erobern können, haben wir freien Marschweg bis zur Zitadelle und die Himmelsfahrtshalle wird im Handumdrehen unser sein. Ich werde euch unterstützen, wo ich kann. Ich frage jetzt nicht arrogant, ob die Geschmähten meine Hilfe brauchen. Ich unterstütze euch einfach. Dann könnte unser Plan eigentlich aufgehen. Der Eisenmarscher führt ihren Handschuh in die Nähe ihres Gesichtes, wobei sie von dir zu den metallenen Gelenkverbindungen schaut. Wir arbeiten nur widerwillig mit jenen zusammen, die nicht unsere Ausbildung und Werte teilen. Trotzdem wissen wir, dass Thun und der Richter für sein Gericht nur die fähigsten Köpfe auswählt und ich vertraue darauf, dass du uns allen im Feld Ehre erweisen wirst. Antio wird den Angriff bei der Echorufkreuzung führen und Barik vor den Steinschilden wird dir zur Seite stehen. Sie deutet auf einen schwer gepanzerten Soldaten, der am Rand des Übungsplatzes steht. Und bevor du fragst, nein, keiner der Eisengebundenen wird beim Anpassen seiner Rüstung besoffen, oder sonst wie benebelt. Er überlebte die volle Wucht des Edikts der Stürme und seine Rüstung lässt sich nicht mehr richtig ablegen. Taktisch gesehen ist es ziemlich brillant, ansonsten ist das für ihn aber ein Fluch. Erenios tippt sich zweimal gegen ihren Helm, mit dem Hühn etwas mitzuteilen. Barik, komm mal rüber und stell dich dem Schicksalsbinder vor. Die annähernd menschliche Form, die auf dich zugeht, sieht eher aus wie eine Verschmelzung aus verrosteten Klingen und ungleichen Rüstungsteilen. Er stinkt nach Schweiß, Fäkalien und irgendeinem Öl, das ihm seine Beweglichkeit bewahrt. Fatebinder, the Iron Marshal has tasked me with keeping you alive, and I have no intention of disappointing her. That should be enough assurance for anyone. Schicksalsbinder, der Eisenmarscher hat mir den Auftrag gegeben, dich am Leben zu halten. Und ich beabsichtige nicht, sie zu enttäuschen. Das sollte für jedermann genügend Gewissenheit sein. Jo. Es ist meine Ehre. Likewise, Goodbinder.
Ebenso guter Schicksalsbinder. Der Soldat hebt einen schweren Eisenarm zum Salut und als er seinen Handschuh gegen die verbogenen Metallplatten schlägt, aus denen sein Brustpanzer besteht, klappert seine gesamte Rüstung. Eric, is that you under there? I had no idea you were in Vendrian's Well. Fatebinder, do you know this walking anchor? Barik, du bist in dieser Rüstung? Ich hatte ja keine Ahnung, dass du in Vendrians Brunnen bist. Schicksalsbinder, kennst du diesen wandelnden Anker? Moment mal, ihr beide kennt einander. Ich glaube nicht, dass wir einander schon vorgestellt wurden. Ich kenne ihn so gut wie alle anderen Kämpfer, die an der Eroberung teilnahmen. That can change. When the Tears are fully under our command, I'll take you to whatever passes for a watering hole in this forsaken country. We'll drink the local swill to honor the fallen. Das kann sich ändern. Wenn die Stufen völlig unter unserem Kommando stehen, werde ich mit dir in eine Schenke diesem Trostlandland gehen, oder was man hier darunter versteht. Dort werden wir zur Ehre der Gefallenen das örtliche Gesöff trinken. Forget the fallen. I know a great brothel in Lethian's Crossing, where we can watch something rise, then fall, then rise again. Vergiss die Gefahren, ich kenne ein tolles Bordell in Ithians Kreuzung, wo wir etwas aufsteigen, niedergehen und wieder aufsteigen sehen können. Der Schicksalsbitter wird sich uns für den Angriff über den Fluss anschließen. Ich dachte mir, ein zusätzlicher Köpfer könnte nicht schaden. Außerdem, und das ist noch wichtiger, sollten sich meine Befürchtungen bewahrheiten und der Chor versuchen, die Mission zu behindern, werden wir einen Beobachter vom Gericht auf unserer Seite haben. Better to work with the Honorable Binder than some chorus children. Es ist besser, mit dem ehrenwerten Schicksalsbinder zu arbeiten, als mit einem paar Chorkinder. Er nickt dir zu, als er seinen Hals bewegt, knarzt seine Rüstung. Ich bitte darum, dass dich Barik dorthin begleitet, um die Zusammenarbeit zwischen seiner Kompanie und dem scharlachroten Chor zu erleichtern. Und ja, Barricks Stimme klingt irgendwie wie die von... Ach, wie heißt er aus? Pillars of Eternity. Der Mauer, den wir immer in der Gruppe haben. Kanna, genau. Echo-Rufkreuzung ist auf der Weltkarte freigeschaltet. Barik, du bist seit der letzten Schlacht im unbeugsamen Land ohne Kohorte gewesen. Es ist also Zeit, dass wir dir eine wichtigere Aufgabe zuteilen, als Wagen zu ziehen und Übungskämpfe zu leiten. Sie stemmt ihre Hände in die Hüften und spricht mit knapp offiziell klingenden Worten. Ash hat dich in die Dienste des Schicksalsbinders überstellt. Du darfst davon ausgehen, dass diese Aufgabe fortlaufend ist, bis wir einen permanenten Posten für dich finden. Was allerdings bis zum baldigen Kriegsende dauern könnte. Oder dich der Schicksalsbinder entlässt, verstanden? Du hast Loyalität bei Barik hinzugewonnen. Vermutlich könnte ich mich in schlechterer Gesellschaft befinden als in der eines bekannten Magiermörders. Ich habe gesehen, wie der da Emporkömmlinge behandelt, welche die Vorteile von Kyros Frieden nicht zu schätzen wissen. Obwohl ich mich lieber hier meinen Pflichten widmen würde. Das heißt, außer du meinst die Änderung meines Auftrags ernst, Eisenmarschall. Barik, das ist ein Befehl. Sie schüttelt seufzend den Kopf und wendet sich wieder dir zu. Er kann so stur sein, wie ein Turm hart ist. Aber er ist ein guter Soldat. Ich hoffe, dir macht seine Gesellschaft nichts aus. Ich fühle mich geehrt, ein Mitglied der Eisenlegion an meiner Seite zu haben. Macht es schon, aber ich werde es trotzdem gestatten. Wenn auch nur, damit ich immer einen großen Gegenstand zwischen mir und dem Feind habe. Ich fühle mich geehrt. Du hast Gunst bei Geschmähte hinzugefunden und Loyalität bei Barik. Hervorragend, ich freue mich schon auf deinen Erfolg im Feld. Also ja, Barik. Let's be off. Also ja, seine Stimme klingt so ähnlich wie die von Kana. Und er hat Attributspunkte oder alles, was wir vergeben können. Und wir haben eine neue Hauptquest. Also die hier hat sich geändert. Triff dich bei Echo-Rufkreuzung mit Antonio. So, wir können ihm einen neuen Punkt vergeben. Wächter, Krachen des Eisens. Sprich eine spöttische Einladung aus und fordere Feinde heraus, Barik anzugreifen. Oder hier. Erfordert eins im Bestraferbaum investierter Talentpunkte. Erhöht den Schaden von Einhand- und Zweihand-Nahkampfwaffen. Erhält eine Chance, Feinde anzugreifen, wenn sie dich in Kampfbindung nehmen. Oder wird es gebaren Barik wird zu einer furchteinflößenden Macht auf dem Schlachtfeld.
Die Entschlossenheit vom Feind in der Nähe von Beric wird reduziert. Das ist natürlich schon mal ziemlich praktisch. Was können wir hier wählen als nächstes? Großer Bonus auf Bewegungsfähigkeit. Nachdem er krachendes... Greift er für kurze Zeit mit seinen normalen Angriffen zweimal an, ist auch nicht schlecht. Zusätzliche Kampfbildung, Haltung Phalanx.